Er kommt als potenzieller Nachmieter für Wohnungen. Doch dann fällt der Mann über alleinwohnende Frauen her. Ein Sexualtäter und Räuber verbreitet in den späten 1980er Jahren Angst und Schrecken. Die ZDF-Fernsehfahndung Aktenzeichen XY ungelöst hat versucht, den unheimlichen Mann zu fassen. Kriminalitätsexperte Ralf Döbele hat sich noch einmal mit der ungewöhnlichen Verbrechensserie befasst. Es ist eigentlich eher selten, dass Täter sowohl als Räuber als auch als Sexualtäter kommen. Doch Ende der 80er Jahre hatte es die Kripo genau mit so einem Mann zu tun. Noch dazu trat er überaus seriös auf und schaffte es so, sich das Vertrauen seiner Opfer zu erspielen. Die erste Tat ereignet sich Ende September 1988 in Bergheim. Eine Frau hat eine Zeitungsannonce aufgegeben, weil sie einen Nachmieter für ihre Wohnung sucht. Daraufhin kommt ein angeblicher Herr Weber in ihre Wohnung. Er hat sogar bereits einen Vertrag für die Übernahme vorbereitet. Kurz bevor der Mann diesen Vertrag unterschrieb, zückte er ein Pfefferspray, attackierte die Frau und bedrohte sie außerdem mit einem Messer. Der Mann erpresste zunächst 900 Mark von der völlig verängstigten Frau. Doch dann zeigte sich er aber nicht nur als Räuber gekommen, sondern er vergewaltigte auch die Frau. 2 Monate später ist der Unbekannte wieder unterwegs, gut 200 Kilometer entfernt in Hessen. Auch dieses Mal meldet er sich aufgrund einer Zeitungsanzeige wegen einer Wohnungsübernahme. Die Mieterin wunderte sich zunächst etwas, denn der Mann hatte eigentlich sein Kommen zusammen mit seiner Ehefrau angekündigt. Doch der Mann tat überrascht und sagte, oh, sie ist vielleicht aufgehalten worden, sie müsste bald auch hierher zu der Wohnung kommen. Kurz danach attackierte er auch diese Frau mit Pfefferspray und bedrohte sie mit einem Messer. Er raubt ihr Bargeld und erpresst die Herausgabe der EC-Karte sowie der PIN-Nummer. Dann vergewaltigt er auch sein zweites Opfer. Anschließend hebt der Mann 70 Kilometer entfernt 400 D-Mark vom Konto seines Opfers ab. Danach schickt er die erbeutete Handtasche und die EC-Karte in einem Paket mit einem fingierten Absender an die Frau zurück. 2 Monate später, Schifferstadt in Rheinland-Pfalz. Dieses Mal geht es um den Kauf eines Bauernschranks. Der Mann sagt, er habe zum Transport einen VW-Bus mitgebracht. Und tatsächlich wurde zu diesem Zeitpunkt auch ein Mann mit einem orangefarbenen VW-Bus in der Nähe des Tatorts gesehen. Die Frau wunderte sich zunächst etwas, fragte den Mann, wollen Sie den schweren Bauernschrank denn etwa allein tragen? Doch kurz danach attackierte der Mann auch diese Frau wieder mit Pfefferspray. Er bedrohte sie mit einem Messer. Dann fiel er über sie her. Doch bevor er sie vergewaltigen konnte, klingelte das Telefon in der Wohnung. Davon wurde der Mann so sehr aus dem Konzept gebracht, dass er von der Frau abließ und Hals über Kopf die Flucht ergriff. Allerdings nicht, ohne davor noch etwas mitzunehmen. Und zwar 3 Videokassetten, die auf einem Sekretär abgestellt waren. Die Kripo Rüsselsheim war davon überzeugt, dass dies nicht die letzte Tat war, die auf das Konto des Mannes ging. 4 Wochen später schlug er erneut zu in Frankfurt. Erneut ging es um den Verkauf eines Möbelstücks. Auch in Frankfurt vergewaltigt der Täter eine Frau und erbeutet einen geringen Bargeldbetrag. Für die Kripo steht außer Frage, dass der Mann sehr gefährlich ist. Und sie befürchten eine Fortsetzung der Serie. Alle 4 Opfer haben den Mann übereinstimmend beschrieben. So gelang es, ein recht gutes Phantombild des Mannes anzufertigen. Er wurde beschrieben als etwa 1,80 groß, schlank, blonde Haare und mit gepflegter Erscheinung. Die Kripo spekulierte, möglicherweise ging der Mann einer Reisetätigkeit nach, beruflich. Dies würde auch erklären, warum der erste Tatort bei Köln so weit entfernt gewesen war. Da die Kripo Rüsselsheim aber dennoch nicht herausfinden kann, um wen es sich bei dem Mann handelt, wendet sie sich an die ZDF-Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst mit Eduard Zimmermann. Im nächsten Fall geht es um einen sehr gefährlichen Serientäter, der mit einer brutalen Kombination von Gewaltdelikten auftritt. Er kommt in der Maske des Biedermanns und entpuppt sich dann als rücksichtsloser Gewaltverbrecher zu einem Zeitpunkt, zu dem die Opfer kaum noch eine Chance haben, sich zu wehren.
Eine der wichtigsten Fragen bei der XY-Ausstrahlung war, ob der Mann mit seinem orangefarbenen VW-Bus am Tattag in Schifferstadt noch irgendwo aufgefallen war. Möglicherweise aber auch in Bad Nauheim. Dort hatte er die Handtasche und die EC-Karte des Opfers zur Post gebracht. Ein weiterer Ansatzpunkt war natürlich die Personenbeschreibung, aber auch die drei Videokassetten, die er geraubt hatte. Auf denen befanden sich Urlaubsbilder und ein Fortbildungsfilm für Ärzte. Die Ausstrahlung des Falls bei XY sorgt bei den Zuschauern für große Aufmerksamkeit. Eine Frau meldete sich und die Polizei war überzeugt, dass sie demselben Täter zum Opfer gefallen war. Sie hatte die Tat bislang nicht angezeigt. Rund 20 Hinweise bezogen sich auf konkrete Personen, also Namen wurden genannt und all diese Personen wurden von der Kripo in Rüsselsheim überprüft. Einer der überprüften Männer gerät zunächst unter Tatverdacht. Er erweist sich dann aber schnell als unschuldig. Es dauerte knapp 10 Jahre, bis wieder Bewegung in den Fall kam. Im April 1999 suchte eine Frau im Taunus nach einem Nachmieter für ihre Wohnung. Sie gab eine Zeitungsannonce auf und darauf meldete sich ein Mann, der sich Schneider nannte. Bei der vierten Besichtigung zückte der Mann einen Schraubenzieher und ein Messer. Er bedrohte die Frau und zwang sie, 200 Mark Bargeld herauszugeben. Danach fiel er über die Frau her. Es kam zu einem erbitterten Kampf. Zunächst versuchte der Mann, die Frau mit dem Messer zu töten. Dann strangulierte er sie bis zur Bewusstlosigkeit. Danach suchte der Täter das Weite. Er raubte die Kreditkarte der Frau. Die erwachte erst sehr viel später aus ihrer Bewusstlosigkeit. Also nur mit viel Glück hat sie diesen Angriff überhaupt überlebt. Hat der unbekannte Serienverbrecher nach einem Jahrzehnt wieder zugeschlagen? Der Täter war in dem jüngsten Fall sehr gründlich vorgegangen. Er hatte am Tatort eigentlich alles mitgenommen, das er berührt hatte, bis auf eins, und zwar der Mietvertrag, den die Frau für die Wohnung vorbereitet hatte. Auf diesem Mietvertrag fanden die Beamten dann einen Fingerabdruck. Die Datenbank des Bundeskriminalamts zeigt kurz darauf einen Treffer an. Der Abgleich führt zu einem 46 Jahre alten Mann aus dem Raum Koblenz. Der Mann war 1990 wegen des Raubüberfalls auf eine Geldbotin zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden. So spekulierte die Kripo, dass die Serie von Sexualstraftaten möglicherweise deshalb abgebrochen war, weil der Mann im Gefängnis saß. Der Verdächtige, ein Familienvater, wird zu Hause festgenommen. Er gesteht bei der Polizei sowohl das aktuelle Verbrechen als auch die Raub- und Sexualserie aus den 1980er Jahren. Wie sich dann während weiteren Vernehmungen herausstellte, war der Mann zum Tatzeitpunkt hochverschuldet gewesen. Das Geld, das er bei seinen Straftaten erbeutet hatte, hatte er danach in Spielcasinos wieder verloren. Im Juni 2000 beginnt am Landgericht Frankfurt der Prozess gegen den Serientäter. Im Juli wurde er dann auch verurteilt wegen Mordversuchs, wegen Vergewaltigung, wegen schweren Raubes und wegen schwerer Körperverletzung. Er erhielt eine lebenslange Haftstrafe. Der zunächst bieder auftretende Sexualtäter und Räuber. 11 Jahre nach seinem ersten Verbrechen konnte der gefährliche Mann gefasst werden.